Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16 in Woche 3 auf dem Weg zu WWE Battleground. Und wir sind jetzt mit Raw 2K16 weiter dran. Wir haben hier ein paar wirklich interessante Matches. Unter anderem fällt ja auf, hier Seth Rollins ist wieder dabei. Der ist ja unser WWE Heavyweight Champion. Und der hat ja noch nicht wirklich einen Gegner bisher gehabt. Und auf einmal meldet sich Curtis Axel und sagt, ja, willst du mich wresteln hier, ich bin da. Und Seth Rollins sagt, oh ja, du bist ja ein einfacher Gegner, dich nehme ich. Das kann natürlich auch gehörig nach hinten losgehen, wenn der den Champion besiegen würde, der Curtis Axel, was ich auch für unwahrscheinlich halte, aber wer weiß. Dann könnte das hier der neue Herausforderer werden. Ich bin echt sehr gespannt, was hieraus entstehen könnte, vielleicht auch gar nicht entsteht, wer weiß. Dann haben wir halt keinen Herausforderer und Seth Rollins muss seinen Titel nicht verteidigen. Ist irgendwie okay. Oder es findet sich vielleicht noch plötzlich jemand, I don't know. So. Wir haben dann noch Rikishi gegen R-Truth. Wir haben Goldust gegen Ryback. Und Ryback haben wir wirklich lange nicht mehr gesehen. Der hat ja kaum bisher irgendwas gehabt im Universe-Modus. Dann haben wir natürlich noch unser Fehden-Match. Nach wie vor Brock Lesnar gegen Cesaro. Cesaro hat zweimal verloren in Folge. Und möchte natürlich endlich mal einen Sieg holen gegen Brock Lesnar. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob Cesaro noch weiß, wie er das machen soll. Aber das werden wir dann gleich sehen. Dann haben wir noch das Match Kevin Owens gegen motherfucking John Cena. Also John Cena sucks ja eigentlich ohne Ende. Der wurde jetzt letzte Woche besiegt durch Countout bei Legends gegen Andre the Giant, besiegt durch einen Countout. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man John Cena heißt, wird man nicht durch einen Countout besiegt. Schon gar nicht von Andre the Giant. Aber es ist passiert. John Cena ist wieder der Lappen, wie er schon beim Cage-Match war. Das war so die zweitschlimmste Niederlage, die wir bisher bei ihm gesehen haben. Aber ich habe Lust, mir das jetzt hier anzuschauen, weil es geht immerhin gegen Kevin Owens. Vielleicht will John Cena ja den US-Title haben oder irgendwie was. Was haben wir denn in den letzten Wochen gesehen? Ich muss mal gerade zurückgucken. Bei Raw 2K16 in Woche 2 hat Kevin Owens gegen Seth Rollins gewonnen. Also da war irgendwie... Okay, dann haben wir ja eigentlich auch schon einen... Ein Herausforderer für Seth Rollins haben wir ja seit letzter Woche dann schon. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Da will Kevin Owens sogar noch den vierten Titel holen. Der ist doch nicht mehr normal. Also er kann den US-Titel aber wenigstens auch abgeben. Also da wäre ich sogar für. Auch wenn es der Lappen John Cena ist. Aber an der Stelle ein bisschen Abwechslung würde, glaube ich, wirklich nicht schaden. Ja, also da würde ich wirklich sagen, da würde es mich sogar freuen, wenn John Cena gewinnen würde. Damit wir einfach mal nicht immer denselben Champion jetzt sehen bei vier verschiedenen Titeln. Aber wir gucken uns dieses Match auf jeden Fall an und schauen mal, wie Kevin Owens sich hier gegen John Cena schlägt. Denn John Cena ist für seine Out-of-Nowhere-AAs ja immer bekannt, für seinen Five-Knuckle-Shuffle bekannt. Kevin Owens allerdings für seine Moves auch und ja, schwer vorherzusehen. Ich bin ja ganz ehrlich, auch wenn John Cena immer dasteht wie der letzte Lappen, aber ja, weiß ich nicht. Ich möchte trotzdem nicht gegen ihn wetten hier. So, der Referee bringt erstmal beide am Anfang in der Lock-Up-Phase auseinander. Jetzt sehen wir hier den Headlock, Side-Headlock von John Cena und den Überwurf macht er gut. In den liegenden Side-Headlock. Und dann schlägt er einfach ins Gesicht von Kevin Owens. Das hat John Cena schon mal gut gemacht zu Anfang hier. Ja, John Cena kontert Kevin Owens ja auch. Wieder mit einem Side-Headlock. Jetzt hebt er ihn hoch und wirft ihn weg. Alles klar und sagt hier, Freundchen, whip in die Seile mit dir. Pam, und da ist meine Clothesline. Also, John Cena startet das Match echt sehr, sehr gut. Und jetzt gibt es hier wieder den Reverse Suplex. Mensch, was ist mit John Cena los? Und die gleiche Frage kann sich auch Kevin Owens stellen. Was ist mit ihm eigentlich los? Immer wenn der auf der Kamera in den Wochenshows zu sehen ist, in der Kamera, im Live-Show-Event, dann sieht er schlecht aus gegen seine Gegner und verliert zum Teil auch. Wobei das natürlich heute noch nicht feststeht, aber er performt halt wirklich nicht so gut wie in den Pay-Per-Views oder bei den Pay-Per-Views. Das ist ja, interessant, um es mal so auszudrücken. Boah, John Cena zeigt, dass er den schweren Kevin Owens mit einem Tiltable Slam hochheben und auf den Boden schlagen kann. Wow. Also John Cena bisher mit einem fast mit einer Domination hier, mit einer dominierenden Leistung gegen Kevin Owens. Da kommt nochmal der Elbow hinterher.
Bisher macht Kevin Owens aber auch wirklich gar nichts. Der hat nicht mal einmal was gekontert, gar nichts. Jetzt kann er zumindest einen Sidewalk Slam zeigen. Hat also erstmal John Cenas Serie hier im Match gestoppt. Wird aber gleich wieder ausgekontert. Und auch Kevin Owens weiß aber jetzt inzwischen, wie das Kontern geht. In ein Single Leg Boston Crab. Aber wie gesagt, Submission Moves 9-9 bei WWE 2K16. Ich kann es nur wiederholen, wie doof das ist. Weil manchmal, klar, jetzt am Anfang des Matches tappt er sowieso nicht aus. Aber gerade wenn es dann am Ende passiert, dann sollte man doch mal die Möglichkeit haben, dass auch ein Gegner dann einfach tappt. Damit die Story noch ein bisschen mehr an Härte gewinnt und an Spannung gewinnt. So ist das manchmal ein bisschen zu leichtfüßig, finde ich. Also, naja. Aber wir können es ja nicht ändern. 2K16, WWE 2K16 ist so, wie es ist und wird wahrscheinlich auch nicht mehr gepatcht. Von daher, blub, müssen wir jetzt so hinnehmen. Boah, German Suplex. Und was für einer. Da kracht John Cena genau zwischen Kopf und Rücken auf den Nacken. Das tat richtig weh, kriegt jetzt nochmal einen Schlag in den Rücken. Also ich glaube, Kevin Owens ist jetzt langsam im Match angekommen. Jetzt choked er John Cena nochmal und will ihn hier fertig machen. Oh, jetzt wird nochmal der Kopf überstreckt. Aber das allein wird gegen John Cena auch nicht reichen. Das kann ich ihm auch schon garantieren. Nur so ein paar Überstrecker-Moves und hier und da ein bisschen schlagen. Das reicht nicht gegen einen John Cena, auch wenn der wie ein Lappen immer performt hat. Ich glaube, heute hat der Lust auf mehr. Wieder ein Tiltable Slam. Oh, da kommt der Five Knuckle Shuffle. John Cena, you can see me, bitch. Und dann ist hier der Five Knuckle Shuffle. Oder zu Deutsch der Masturbationsmove. Warum auch immer der so genannt wurde, ich weiß es nicht. Ja gut, früher hieß der eher auch FU. Jetzt ist es aber der Attitude Adjustment. Und da ist er. Zack. Cover. Das könnte schon gewesen sein. One, two. Oh, near fall. Oh, im letzten Moment schafft es Kevin Owens auszukicken. Wir müssen natürlich bedenken, John Cena, der absolute Jobberlappen, kämpft gerade gegen den Triple Champ. Dass der nicht so ohne weiteres liegen bleibt. Oh, der zeigt jetzt einen Headbutt, steht einfach auf. Okay. Ich glaube, der ist sauer. Der ist jetzt richtig sauer auf John Cena. Dass der ihm hier die Show stiehlt, obwohl er doch eigentlich der Triple Champion ist und John Cena so ein Megalappen. Ich glaube, damit kommt Kevin Owens gerade noch nicht so richtig klar. Und deswegen zeigt er hier Small Package Slam, Sit-Out Slam. Und das Cover an John Cena. One, two und der Kick-Out bei zwei. Also John Cena ist noch lange nicht platt. Der hat so wenig eingesteckt. Da macht es der eine Signature-Move jetzt auch nicht. Aber das kann natürlich auch die Vorlage für Kevin Owens sein, hier weiterzumachen. Jetzt wird er erstmal in die Seile gewippt und aufs Top Rope gehoben. Und kann den Move auch nicht kontern. Und jetzt kommt ein Superplex à la John Cena. Bam, da ist er. Oh, und der nächste Five Knuckle Shuffle. John Cena zeigt's an, du kannst mich immer noch nicht sehen, du Idiot. Junge, bumm, zack, auf den Hals. Und da gibt es den nächsten Abstauberversuch hier. One, two, boah, und Kick-Out in allerletzter Sekunde. Allerdings hat er hier noch nicht den nächsten Attitude Adjustment ausgepackt. Das wundert mich ein bisschen. John Cena ist da eigentlich, oh, da ist er, der Attitude Adjustment Nummer 2. Jetzt ist aber wirklich Schluss. One, two, three. Alles klar. John Cena, endlich hör was. Unglaublich, in der einen Woche wird er ausgezählt gegen Andre the Giant und in der anderen Woche besiegt er den Triple Champion hier in der Raw 2K16 Show. Nachdem er hier zwei Five Knuckle Shuffles und zwei Attitude Adjustments gezeigt hat, war dann für Kevin Owens auch immer mal Schluss. Da ist er wieder, der Cena in der alten Form, so wie wir ihn eigentlich kennen würden, würde der Universe nicht so komisch gebuckt werden. Ja, ich würde sagen, damit haben wir jetzt auch einen Herausforderer für den US-Title von Kevin Owens. Kevin Owens muss also aufpassen, der könnte vom Triple Champ zum einfachen Champ werden.
Je nachdem, ob sich für den Undisputed Title überhaupt noch jemand findet. Bam, zack. Also John Cena und der US-Title, das ist auf jeden Fall ein Match, was stattfinden wird. Genauso wie Seth Rollins gegen Kevin Owens kämpfen wird um den WWE Heavyweight Titel. Also die Titel sind hier echt in Bewegung momentan, habe ich so das Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin Owens auch sogar vierfacher Champ wird oder halt seine drei Championships alle drei behält. Ich denke, irgendeine Veränderung wird es hier geben beim nächsten Match. Und da freut er sich. Ja, John Cena ist zurück. Yes. Ich bin zwar ein Edeljobber, aber jetzt habe ich mal wieder gewonnen und habe mir eine Titelchance verdient. Yay, ich bin der Beste. Naja, vielleicht nicht, aber heute hat er wirklich eine gute Leistung gezeigt. Das muss man ihm lassen. War nicht dumm, hat von Anfang an die Moves gezeigt, hat Kevin Owens mit dem Five Knuckle Shuffle und mit dem Attitude Adjustment letztlich abgefrühstückt. Wie in seinen alten Tagen hat er es geschafft. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich dann doch ein bisschen freut. Denn, wie gesagt, es kommt ein bisschen Bewegung in das Titelgeschehen rein. Ich hätte ehrlich gesagt wenig Lust darauf, dass Kevin Owens vierfacher Champ wird. Das wird dann irgendwann auch mal lächerlich im Universe, ne? Also von daher völlig okay. Ja, jetzt mach du deine Moves zu Ende. Wir haben jetzt genug von dir gesehen. Ich kann diese Musik schon wieder nicht mehr hören, obwohl die nur einmal läuft. Na gut. So, wir haben also einen Herausforderer. Herausforderer für... Das muss ich mal gerade aufschreiben. Für den US-Titel. United States-Titel. Alles klar. So, dann haben wir Seth Rollins gegen Curtis Axel. Der kann jetzt... Curtis Axel wäre ein bisschen lächerlich. Der kann natürlich jetzt nicht Heavyweight-Herausforderer werden. Das ist ja schon Kevin Owens seit letzter Woche. Dieses Match gewinnt Seth Rollins damit auch sehr überlegen und geht damit stark auch in die nächste Runde rein als WWE Heavyweight Champion. Das macht Sinn. Dann haben wir noch Rikishi gegen R-Truth. Rikishi wrestelt auch gefühlt jede Runde, jede Woche. Und gewinnt hier gegen R-Truth. Okay, kriegt ein bisschen Momentum. Golas gegen Ryback. Ja, gewinnt diesmal Ryback. Ist okay, Golas ist auch eher so der Jobber. Und dann haben wir noch unsere Fehde Brock Lesnar gegen Cesaro in der dritten Runde. Oh, diesmal kann Cesaro endlich gewinnen. Die Feindseligkeit verschärfen sich noch 6 Wochen bis zum Ende der Rivalität. Ja, weil Cesaro das erste Mal gewonnen hat gegen den Champion. Das ist schon wirklich krass. Das muss man sagen. So, also auch die Rivalität werden wir beim Pay-Per-View auf jeden Fall sehen. Die setzt sich weiter fort. Und ich würde sagen, mit so einem Sieg von John Cena hier kann ich mich guten Gewissens verabschieden, denn Kevin Owens bleibt wohl nicht Triple Champion und wird wohl nicht vierfach Champion werden. Irgendeinen Titel wird er bestimmt verlieren, wenn er mehrere... Ihr müsst euch mal überlegen, der hat jetzt natürlich den Nachteil, der muss ja mehrere Matches beim Pay-Per-View worken, hintereinander weg. Der muss um seinen Intercontinental-Titel bei Legends fürchten beim Pay-Per-View, bei Battleground. Er muss um seinen US-Titel gegen John Cena fürchten. Und wenn der Pech hat, und der muss ja noch gegen Seth Rollins auch noch kämpfen, der hat 3 Matches an einem Abend, der kann entweder zum unsterblichen Gott oder zum absoluten Verlierer mutieren. Das werden wir dann halt erst sehen, wenn es soweit ist. Noch ist ein bisschen Zeit bis dahin, eine Woche haben wir noch vor uns und Legends kommt ja auch noch jetzt gleich. Von daher ist das ja alles noch nicht in Stein gemeißelt. Aber es wird auf jeden Fall spannend werden und das ist schon mal schön. Und damit kann ich mich jetzt hier guten Gewissens verabschieden. Also ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und ciao.